Ich wünsche einen erneuten verregneten Tag, nicht für euch, aber hier im Spiel. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Ich habe nachgeguckt, wie es heißt, ich bin Profi. So. Ich will nichts davon. Boah, strong. Wir haben genug Geld, mal was für DK zu kaufen. Feuer ist das Schlimmste, was ihr kaufen könnt im DLC. Honig. Auf Honig gehen. Schaffen wir es noch? Oh, es wird vom Preis her knapp, glaube ich. Ja. Frankie, du kriegst... Boah, Vampire oder... Das ist einfach eine Brille. Wie cool. Apropos Brille, ich habe von den Apple Glasses gehört. Mit so einem Konsumopfer, ich will das haben. Oh mein Gott, habt ihr auch von den Apple Glasses gehört? Die sind einfach so, das sind diese Hightech-Brillen, so wie Tony Stark so eine hat mit so Display, so mega krass. Klingt jetzt voll wack, wenn ich das so sage, so mit Display und so. Mehr Leben? Mehr Leben. Kann man nie was mit falsch machen. Und eine krassere Heilung. Heilung Cooldown. Stärkere Bubble. Oder einen stärkeren Dell. Einen stärkeren. Frankie hat auch 5. Ich gucke hier so selten rein, Mann. Komplett 100er Schaden. Und einen Cooldown runter. Perfekt. Und dann geht's weiter. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Dass die Kopfhörer runterfallen. Ich frage mich eigentlich manchmal, was sich so Leute denken. Außerhalb, wenn ich das Fenster aufhabe oder so. Wenn ich hier so rumsitze und sowas mache. Ich frage mich, was ihr denkt, wenn ich sowas mache. Cranky, falsch rum. Im Übrigen, das ist eine Katze. Ich hasse das so sehr, dass meine Knöpfe nicht mehr funktionieren. Und dann geht es auch direkt in den tieferen Dschungel. Und wahnsinnig schön sieht das hier aus. Wahnsinnig schön sieht das aus. Das ist ein bisschen sus, diese Ecke. Und damit fangen wir eine neue Welt an. Wie ihr seht, wir fangen wieder bei Kapitel 1 an. Oh, hallo. Geht's? Nein. Okay, es ist wieder ein Klast, aber diesmal Tinte und sie machen Damage, weil es Kokosnüsse sind. Das ist unfair. Also come on, das ist unfair. Beschwörer. Wenn meine Anzeigen stimmen, sind das Beschwörer und wisst ihr was? Sie können Dinge heraufbeschwören. No way. No shit, Sherlock. Wir müssen alle Beschwörer besiegen, sonst kämpfen wir eine endlose Schlacht im Kokosnussregen. Okay. So, wir haben da links einen. Ja, dann lass mal zu dem da. Ah, der ist ja direkt hier um die Ecke. Ich werde so darauf achten, auf dieses Tintenzeug. Ach du meine Güte, wird das Horror-Mastic. Shazam! Habe ich schon länger nicht mehr gesagt, glaube ich. Also für mich, ich bin immer noch... Frost strong. Yo, ist das ein Riesenradius? Er ist tot. Oha. Warte, wo möchte ich denn hin überhaupt? Vielleicht jump ich auch. Peach. Wie strong jetzt einfach down ist, wenn DK seine Bodenattacke macht. Ich kann nur ihn treffen.
Ja, und ihn da oben. Aber er ist invisible für mich. Dann zeig mal, was du drauf hast, DK. Das ist damn strong, dieser Angriff. Boah, es macht sogar Blöcke kaputt. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ja, er tut es halt. Ah, hier habe ich sogar eine 50er Chance. Wunderbärchen. Und die wird jetzt zu einer 100er, weil ich treffe. Haha. Heute geht's ab direkt zum Anfang. Wer die letzte Folge verpasst hat, oh mein Gott, wir haben Bosskampf so schnell gemeistert. Ihr glaubt es nicht. Und trotzdem war es kein Perfekt. Ich weiß nicht, wie man das hätte besser machen können. Aber schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Ich verlinke sie euch irgendwo hier oben. Klickt auf das i, wenn es nicht aufplöppt. Aufplöppt. Was ist aufplöppt? Aufploppt. Oh mein Gott, Deutsch. Es gibt mir so ein bisschen Yu-Gi-Oh-Vibes. Ich glaube, Yu-Gi-Oh ist auch mittlerweile schon wieder so richtig outdated. Oh, was? Aber das... DK hat weg da. Der reibt das so weg. Gar nicht so der smarte Move gewesen. Ich komme hier nicht hoch. Ist nicht... Not for real. Not for real. Ich komme hier nicht hoch. Okay. Trefferchance, please. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich warte eine Runde hier. Wobei, ihr könnt halt weglaufen. Ich stelle mich dahin. Da bin ich auch nicht von Honig oder so beeinflusst. Frankie kann auch noch mal ein bisschen sterben. Oh, er kann hier durch. Wohin führt mich das hier vorne raus? Jetzt hätte ich mit Peach hochspringen können. Ich hab's gemacht. Da oben steht er. Hier treffe ich ihn zu 100% mit dem Fasswerfgerät. Das ist der Fachbegriff. Da gibt es immer schön Damage reingedrückt. Weil nächste Runde beschwört er was wahrscheinlich, wenn ich das... Tinte. Wenn ich das richtig deute. Maybe bewegt er sich in meinen Radius. Maybe auch nicht. Ja. Wir sollten alle safe sein. Es werden auch neue Felder geöffnet. Das finde ich ein bisschen schade. Egal. Was spawnst du denn, mein Freund? Oh, einen krassen Ziggy. Da bin ich jetzt schon ein bisschen... Da habe ich Angst, sage ich dir. Ist down, okay. Frankie, gute Arbeit. Gute Arbeit. Schöne Einsatz. War klar. Steh komplett offen. Das ist ein Hopster. Der interessiert mich nicht. Das ist ein Hopser. Die sind viel zu stark im Game. Boah, ey, DK, kannst du eigentlich irgendwas? Ist so heute deine Runde der Schande. Ich schicke hier sowas von der Bombe rein. Die hoffentlich bis in die Röhre kommt und nicht vorher explodiert. Weg da erstmal wichtig. Nein. Ja. Boah, und mit Luck ist er sogar tot. Ey, komm, 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 bitte, bitte. Please, please, please. Babala, babala. Tot. Wie gesagt, gar kein Stress hier. Wunderbar. Wenn ihr nichts davon verpassen wollt, dann abonniert gerne den Channel, weil ihr dann auch keine weiteren Sachen mehr verpasst. Das landet dann in eurer Abo-Box. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch erklären will. So. DK ist wieder sehr strong mit dabei und kann nix. Ja. Ach, warum nicht? Komm. Hat sich direkt bezahlt gemacht. Ich stehe überall safe.
Puh, okay. Aber das wäre doch gelacht, wenn das easy wäre. Komm zurück wie ein Boomerang. Okay. Aua. Ja, auf jeden Fall hier rüber. Auf jeden Fall eine Runde warten und mit Peach erst walken. Walken, ja, das ist das neue. Benutzt so viele. Okay, bringt nichts. Benutzt so viele Anglizismen. Du kriegst erstmal einen Block ins Gesicht. Das ist gut so. Das hat sich richtig schmerzhaft gerade angehört. Es tut mir doch ein bisschen leid, mein Freund. Und ja, DK muss jetzt ein bisschen Schaden nehmen. Damit Cranky sein Fass werfen kann. Ja. Oh ey, wenn DK jetzt Tinte bekommt. Nee, DK, du greifst zuerst an. Ich weiß, ich hätte ihn jetzt direkt rausnehmen können mit dem Bodending, aber wir machen es so, dann kriegt DK kein Damage. Lauft, ihr Mistviecher, lauft! Sagt den anderen Mistviecher, dass Bibo naht. Bibo der Boss. Oha, okay. Okay, I see. Wir machen die Arbeit und Bibo freut sich. Kokosnuss-Karambolage. Wir hätten sogar noch einen Zug länger brauchen dürfen. Okay. Wenn wir ein bisschen Geld bekommen, dann schauen wir doch gerade noch mal in die Zentrale und kaufen Cranky noch was. Der ist immer so einsam, der Dude. Nee, hier wollten wir. Ah, hier schön das Tintending mitnehmen. Ja. Und da geht's direkt weiter. Was? Ich glaube nicht, dass das der schlechteste Platz für Rabbits ist. Wir leeren den Beutel, sobald wir Zeit haben. Freundlich, Bibo, freundlich. Da fühle ich den Beat. Das sind Tukane. Über Werbung für Haribo. Hashtag not sponsored. Bitte nicht wegfliegen. Oha. Ah, yes. Why should I do that? Ah. Because I need the block up there. Ja. Im Übrigen, das ist eine Bananenröhre, die zur Hälfte im Block drin steckt, aber das ist eine Bananenröhre. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. But, die ist really stylish. DK ist dann da so... DK freut sich, da durchzugehen. Njam, 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 njam. Esst ihr Bananen? Ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt. Jetzt hat es aber noch keiner von euch in die Kommentare geschrieben. Ach, das war's schon? Ach so. Okay. Nice, nice. Der Weg hier ist ein bisschen unnötig, ich gebe es zu, aber egal. Es macht Spaß. Oh, hier laufen wir über so Baumzeugs. Und gehen direkt ins nächste Kapitel. Und natürlich sind es die allseits beliebten Waschmaschinenteile. Sind ein bisschen too much. DK grab einfach mal irgendwie. Immer Rabbit Peach und lauf mal da durch. Und nimm mal nicht Rabbit Peach. Lauf mal da durch. Nimm den Typen hier. Und throw den mal da drauf. Die Musik!
Oh, die muss ich lauter machen bei mir. Donkey Kong Musik so schön. Oh, das war so ein stronger Wurf. Das war ein stronger Wurf. Ich habe die falsche Mütze an. Es tut mir leid. Ich habe es nicht gemerkt. Oh, das ist mir auch letzte Folge gar nicht aufgefallen. Oh, nee. Oh, ich hätte noch vielleicht Dings anmachen sollen. Ja, das ist die Sicht. Es tut mir leid wegen der Mütze. Es tut mir leid wegen der Mütze. Es tut mir leid wegen der Mütze. Wir sollten nicht alle auf eine Seite. Komm hier hoch, das ist wichtig. Das ist so unnötig. Ach ja. Aber wir können einfach mal eine Bombe langfahren lassen. Warum nicht? Ja. Einfach mal fahren. Das wird schon irgendwas bringen. Frankie haut auch ab. Frankie macht hier aber einen Strong und besiegt den ersten. Ich kann mir vorstellen, dass der Kampf relativ schwer wird, weil es so viele gibt, die die Teile immer einsammeln. Deshalb sollten wir die Teile relativ schnell einsammeln. Einfach damit sie kein anderer gettet. Ich mache gar keine Sicht an. Ich weiß, sie können über halbes Feld laufen, aber egal. Sind das nur noch 4 Stück? Also, nur noch. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Ich finde es gut, dass er auf die Bombe geschossen hat. Ah, ich gehe dahin und eigentlich überhaupt nichts. Aber ich stehe halt dann mal da. Ah, je. So, das Teil haben wir. Wunderbärchen. Das läuft gar nicht mal so bad, muss ich schon sagen. Und jetzt zünde ich die Sicht, oder? Wirbt er, wenn ich ihn treffe? Nee. Jetzt zünde ich die Sicht und wenn er jetzt läuft, dann stirbt er. Klar, der andere sammelt das Teil auf, aber einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Es fliegt direkt neben denen, das ist Scam. Aber okay. Dich nehmen wir mal mit. Und als ob das reicht. Wie krass. Wie krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Zack. Easy. Okay. Das könnte mir was bringen. Diesmal lohnt es sich maybe auch. Die kann immer noch nichts. Und Cranky ist komplett durch mit seinem Zug. Ich mach trotzdem mal die Bubble an, was, wer weiß, was er macht. Und ja, sonst kann ich auf keinen schießen und das lohnt sich nicht. Mal gucken, was passiert. Sehr schön. Okay. Ein Problem, was ich noch habe, ist der eine Dude da. Noch zwei Dudes. Aber um den einen kann ich mich tatsächlich mit DK Sidewix kümmern. Und Travel Peach, du läufst einfach wieder nach hinten. Post-its-Bonus. Ordentlich sauber und gut. Der ist nächste Runde auf jeden Fall down. Und ja, nice. Den können wir auch gerade noch treffen. Aber der rennt weg. Und DK gettet den nicht.
Aber er läuft nicht so weit weg, wie ich dachte. Er ist aber fast down. Frankie kümmert sich um ihn. Gar kein Stress, wir bleiben entspannt. Weiter verteilen konnten sie sich natürlich nicht. Aber wir können sie einsammeln. Boah, ich mach mir irgendwie Angst. Oha! Ja, ich muss tanken, auf jeden Fall. Der Damage ist mir gegönnt. Aber das wäre das letzte Teil jetzt. In der Hoffnung, Cranky kommt dran, ne? Cranky kommt dran, ne? Ja. Hier stash ich noch, weil du bist blöd. Ja, ist ja egal, wo ich mich jetzt hinstelle. Okay. Das wäre es gewesen. Und gar nicht mal so bad, actually. Das ist auf jeden Fall ein Perfekt. Yeah. Okay. Oh, Banana. Ich hab Donkey Kong 64 angefangen, wieder aufgehört. Das ist keine Entschuldigung, ich weiß. Aber ich finde Donkey Kong 64 ist ein cooles Game, aber es sagt mir nicht ganz. Das ist alles, was hier gibt, ein Puzzleteil. Oder Puzzleteil, es tut mir leid. Bringt mich einfach nur zurück, oder? Ja. Man muss es ausprobiert haben. Okay. Und das sieht mir nach einem großen Rätsel aus mit Bananenröhren. Sind wichtig. Okay, wir müssen wieder 4 Fackeln aktivieren. Lass es erstmal hier lang gehen. Lass es erstmal hier lang gehen. Dann lass uns hier mal wieder runtergehen. Around the world, ich sag's euch. Die slittern komplett durch die Gegend. Sehe ich das richtig? Ja, weil matschig. Aber ich verliere einen. Ich brauche auch nur einen ganz unten am Schluss. Okay. Ich will trotzdem mal kurz durch die Röhre durch. Hat sich gelohnt. Die Kiste habe ich nämlich gar nicht gesehen gehabt. Und wir kriegen das Gemälde, die Krabbendeponie und unsere erste Fackel. Erstes Fackel, genau. Erstes Fackel, Leute. Qualitätscontent, für den ihr abonnieren solltet. Was ist Nummer 2? Und zwar Heidi als 3D-Modell. Wenn ihr Heidi verpasst habt, schaut euch die letzte Folge, glaube ich, war es an. Dann wir gegen den Camp, war der Mini-Boss. Richtig krass. Ging relativ schnell, aber hat nicht auf den Perfekt gereicht. Genau. Es fehlt aber noch was. Aber hier unten gibt es noch was. Oh. Heia ist da nicht. Denken.
I'm thinking. Der ist gelockt. Den kann ich nicht mehr use. Aber wie ist es mit einem machbar? Oha! Wir müssen rot aktivieren. Und gelb. Also wieder die singenden Tukane. Rot und gelb. Aber meine Frage ist, wo ist gelb? Und wo ist... Hatten wir rot schon gesehen? Ach, da oben, da kann ich einfach runterhüpfen. I see. Und hier ist gelb. Okay. Wir bekommen den Tropenbeschwörer als 3D-Model und kriegen jetzt auch das letzte Rätsel. Bin ich zu nah am Mikrofon? Ich glaube schon. Denn hier hinten, Secret versteckt, ist der gelbe Button. Hier unten. Und da können wir wieder vor. Wie immer, wenn ihr Hilfe braucht, schaut euch das LP hier an. Hier kriegt ihr erklärt, wie ihr die Rätsel lösen könnt. Also was heißt, wie ihr die Rätsel lösen könnt? Wie ihr 90% der Rätsel lösen könnt. Ich weiß, dass ich nicht alle schaffen werde. Hier einfach einmal im Kreis. Dann wäre das geschafft und wir kommen zu der Chest nach da oben. Sehr schön. Und wir getten die Musik und zwar Zwischenboss-Melodie. Sehr schön. Das ist doch dieses extrem krasse. Die ganzen Museen und so schauen wir uns nochmal in einem extra Video an. Das machen wir beide zusammen. Werde ich dann in Kapitel einteilen. Weil es lohnt sich nicht, zwei Videos dafür zu machen, weil... Ja. Wie viel Runen sind es? Zwei? Ja, da schaue ich doch gleich nochmal ins... In den Skilltree rein. Mehr Damage durchs Werfen. Weiterlaufen. Oder? Mehr Leben. Wie viel Leben hat DK? Okay, DK hat weitaus mehr. Peach kriegt Leben. Und für einen können wir noch weiter hüpfen. Oder komm, lass uns mal dieses Weiterlaufen nehmen. Warum nicht? Cooldown runter. Und maybe sparen. Ja, sparen ist auch mal wichtig. So, dann lass uns direkt mal weiter stabben. Und mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Na, Bäume jumpen. Ah ne, wir springen drüber. Gesundheit. Oh, hier sieht es sehr bergig aus. Was ist das da unten? Hallo? Da geht's storytechnisch weiter. Wir gehen erstmal hier runter noch. Okay. Was es mit diesem Rätsel auf hat, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Es ist auf der Seite, ja? Ja. Zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.